Eine Folgereaktion besteht aus mindestens zwei Elementarreaktionen, der Bildung und dem Zerfall eines Zwischenprodukts. Beispielsweise kann Aceton über das hier lila gezeichnete reaktive Zwischenprodukt zerfallen. Das Zwischenprodukt zerfällt weiter zu Ethylen und Kohlenmonoxid. Eine Folgereaktion kann auch physikalische Prozesse beinhalten. Die heterogene Katalyse zum Beispiel kann als komplexe Folgereaktion zwischen Diffusion, Adsorption, Reaktion, Desorption und erneuter Diffusion angesehen werden. Wir können eine einfache Folgereaktion aus zwei Schritten anhand unseres Behältermodells erklären. Wir haben drei Behälter, deren Füllstand jeweils für die Konzentration steht. Wir haben zwei Gefäße oder zwei Pipetten, mit denen wir aus dem Behälter A in den Behälter B transportieren und Flüssigkeit von dem Behälter B in den Behälter C transportieren. Wir interessieren uns dafür, wie die Flüssigkeitsstände in den einzelnen Behältern variieren, in Abhängigkeit zum Beispiel von der Größe der Transportgefäße. Wir wollen den einfachsten Fall diskutieren, dass beide Schritte erster Ordnung sind. Dann haben wir die Bildungsrate des Zwischenproduktes mit K1 mal A erfasst und die Zerfallsrate des Zwischenproduktes mit K1' mal B erfasst. Wenn wir Quelle und Senke vom Zwischenprodukt zusammenfassen, erhalten wir das Geschwindigkeitsgesetz der Folgereaktion. Wir wollen das Geschwindigkeitsgesetz jetzt integrieren. Für Edukt A ergibt sich ein einfacher exponentieller Abfall der Konzentration. Die Integration für das Zwischenprodukt B gestaltet sich schwieriger. Wir erhalten letztendlich diese Gleichung, die die Kombination zweier E-Funktionen beinhaltet. Und die Konzentration von C können wir uns dann stöchiometrisch errechnen. Wenn die Zerfallsgeschwindigkeit des Zwischenprodukts relativ langsam ist, wenn wir also ein relativ stabiles Zwischenprodukt vor uns haben, sehen die Kurven wie folgt aus. Interessant ist insbesondere die rote Kurve. Die Konzentration des Zwischenproduktes steigt zunächst an. Wir haben ein Maximum und dann fällt die Konzentration exponentiell ab. Die Konzentration des Endproduktes C folgt einem S-förmigen Verlauf. Wenn das Zwischenprodukt recht stabil ist, wenn also K' sehr viel kleiner ist als K, haben wir ein Reaktionsprofil, welches wir so einzeichnen können, dann ergibt sich mit einigen Vereinfachungen, dass die Konzentration von C kinetisch nur von K' abhängt. Wenn umgekehrt das Zwischenprodukt instabil ist, wenn also K1 sehr viel kleiner ist als K', was diesem Reaktionsprofil entspricht, hängt die Konzentration von C mit einigen Vereinfachungen nur von K ab. Das heißt, immer die langsamste Teilreaktion bestimmt die Gesamtkinetik. Das ist das Prinzip des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes. Bei Folgereaktionen bestimmt der langsamste Teilschritt die Gesamtkinetik. Dieses Prinzip wird auch Flaschenhalsprinzip genannt. Ähnliche Effekte hat man auch bei nichtchemischen Prozessen, etwa beim Datentransport. Der Teilschritt, der am langsamsten ist, bestimmt die Datentransportrate. Für den Fall eines instabilen Zwischenproduktes sehen die Konzentrationszeitkurven etwas anders aus. Interessant ist hier wieder die Konzentration des Zwischenproduktes. Sie ist sehr gering und zeitlich etwa konstant. Dies ist die Aussage des Bodensteinschen Quasi-Stationaritätsprinzips. Das Quasi-Stationaritätsprinzip sagt aus, dass die Bildungsrate und die Zerfallsrate eines instabilen Zwischenproduktes gleich sind. Das heißt, dass dB nach dt ungefähr 0 ist. Wenn ein instabiles Zwischenprodukt vorliegt, haben wir im Reaktionsprofil eine sehr viel kleinere Aktivierungsenergie EA' als EA. Bei einem stabilen Zwischenprodukt ist es umgekehrt. Bei einer Folgereaktion bestimmt der langsamste Teilschritt die Kinetik der Gesamtreaktion. Liegt ein instabiles Zwischenprodukt vor, gilt das Quasi-Stationaritätsprinzip. Die Konzentration des instabilen Zwischenproduktes ist ungefähr 0 und zeitlich konstant.